Zuweilen heißt es, Christian Kracht habe mit dem Roman Faserland die deutschsprachige Literaturgeschichte in eine Zeit davor und eine Zeit danach geteilt. Mit Eurotrash knüpft er daran an, fast schon in einer Art von Dichtung und Wahrheit in eigener Sache. Damals, Kracht ist noch keine 30 Jahre alt, wird Faserland ein Aufreger. Ein Buch über Luxus und gelangweilten Konsum, über reiche Jungs und über den Ekel vor einer hässlichen Welt. Über junge Menschen ohne traditionellen moralisch-politischen Kompass. Alles in allem eine Wegmarke der sogenannten Popliteratur. Faserland ist Ärgernis und Inspiration. Christian Kracht wird zum Star und zum Rätsel. Es ist der Beginn eines jahrzehntelangen Spiels mit seiner öffentlichen Rolle. Er schreibt über den revolutionären Iran und über eine totalitäre Zukunft der Schweiz. Dann über einen Lebensreformer vor dem Ersten Weltkrieg, der rassistische und narzisstische Gedanken produziert. Und Kracht wird dafür angegriffen, als sei ihm politischer Ernst, was er der Figur in den Mund legt. Christian Kracht ist umstritten und undurchsichtig. Und er will es wohl auch sein. Bei einer Poetikvorlesung in Frankfurt hat er dem noch eine Facette hinzugefügt. Die lange verdrängte Erfahrung eines Missbrauchs als junger Internatsschüler. Ist das auch ein Maskenspiel oder ein Schlüssel zum Werk? In Eurotrash taucht das Motiv nun jedenfalls wieder auf. Als prägendes Erlebnis eines gealterten Schriftstellers, der mit seiner labilen Mutter durch die Schweiz fährt, von Zürich in die Berge, auf den Spuren seiner Familiengeschichte, aber auch auf den Spuren all der Themen, die Christian Kracht bislang in Büchern verarbeitet hat. Ein neues Spiel also. Auf jeden Fall ein gefundenes Fressen für all jene, die sich nur zu gerne von ihm verwirren lassen.